Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es einen DM-Haul und einen kleinen Rossmann-Haul. Es gibt ja immer Anfang des Monats einen DM-Live-Haul und dann gibt es halt den normalen DM-Haul, wo ich hier nochmal die Preise einblende, wo ich vielleicht ein bisschen was schon über die Produkte sage, wenn ich sie vorher schon mal hatte. Ja, und die paar Produkte, die ich bei Rossmann gekauft habe, nehme ich jetzt hier nochmal mit rein, weil es lohnt sich nicht für die zwei, drei Sachen ein extra Video zu machen, deswegen kommen die einfach hier mit rein. Und jetzt würde ich mal sagen, ich höre auf zu quatschen, sondern Intro und wir legen los. So, es sind wieder einige Produkte mitgekommen, habt ihr bestimmt schon im DM Live Haul gesehen. Und ja, es ist nicht so viel geworden wie sonst, also ein bisschen weniger wie sonst, aber es sind trotzdem ein paar neue Dinge mit zu mir nach Hause gekommen, die bleiben dürfen. Und ich habe auch ein paar neue Produkte gefunden, die ich recht interessant fand. Und ich würde jetzt sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. So, das erste, was ich hier habe, ist einmal von DM Profissimo diese Staubtücher. Die haben, glaube ich, 1,95 Euro gekostet und ich habe diesen Zwifferstab. Ich habe sogar zwei von denen, einer liegt bei mir im Auto. Würde ich jedem raten, nimmt einfach so ein Staubtuch mit ins Auto, das rettet euch manchmal viel. So, und hier also kosten 18 Stück, wie gesagt, 1,95 Euro und ich denke mal, dass die Staubtücher auch auf den Zwiffer passen werden. Ich meine, um das bisschen Staub da wegzumachen, wird das, glaube ich, reichen. Weil ich finde die Zwiffertücher für die paar Stück, die da drin sind, ich glaube 4, 5 Stück oder sowas, unglaublich teuer. Und da bin ich ehrlich ein kleiner Geizkragen. Nee, und deswegen, ja, hoffe ich, dass die hier besser sind, beziehungsweise genauso gut sind und halt auch drauf passen. Ich mache die mal auf, nicht, dass ich jetzt die falschen gekauft habe. Ja, Leute, da habe ich extra die Frau gefragt, hey, ich brauche diese Tücher. Und die so, ja, das sind die. Das sind normale Tücher. Was soll ich denn damit? Jetzt kann ich damit Staub wegmachen. Egal, Leute. Das ärgert mich jetzt gerade richtig. Ich habe sie extra gefragt, ob die Tücher haben, weil ich das irgendwo mal gesehen habe. Ich glaube, auf der Arbeit habe ich das gesehen, dass es da auch andere Marken gibt, die sowas machen. Habe sie extra gefragt, ob man die auf dem Staub, auf dem Dings mit drauf machen kann. Ja, das sind die. Nee. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen sauer und enttäuscht, aber auch die werde ich irgendwie wegbekommen. Aber das ärgert mich jetzt gerade richtig. Egal, wir machen weiter. Als nächstes habe ich von Denk mit so Allzweck-Tücher feucht mitgenommen. Wieder in der Duftrichtung Orange- und Bergamottenduft. Ich fand den Granatapfelduft auch sehr gut. Den hatte ich bis jetzt einmal, aber ich finde den halt einfach besser. Es riecht einfach besser. Und ja, ich mag es halt, wenn die Küche nach dem Saubermachen wirklich so frisch riecht und nach Reinigungsmitteln riecht. Und allgemein halt, ja. Und das können die Tücher halt hier besser in dieser Duftrichtung. Dann habe ich mir wieder von Balea eine Limited Edition, ein Rasierschaum mitgenommen. Und zwar Peachy Rose mit dem Duft von Rose und Pfirsich für empfindliche Haut. Und zwar das hier. Eigentlich vertrage ich ja keinen Pfirsich, auch keinen Pfirsichextrakt. Aber bei dem muss ich ehrlich sagen, hat das super gut funktioniert. Aber soweit ich weiß, ist da Parfum nichts mit Pfirsich überhaupt drinne. Blablabla. Hier ist auch mega, mega wenig drin, muss ich ehrlich sagen. Aber hier ist kein Millimeter an Pfirsich drin. Ich glaube, der Schaum ist ein bisschen peachig, deswegen halt dieses Peachy Rose. Aber ja, das ist gut. Deswegen konnte ich es wahrscheinlich auch vertragen. Der ist 0,0 mit Pfirsich drin. Ich fand ihn mega gut. Der Schaum war wirklich fluffig und mega gut, die konntest du mega gut verteilen. Langanhalten vor allem. Ich muss ehrlich sagen, also von dem hatte ich länger was als von dem Gel. Ja, also deswegen kam er wieder mit. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war ja auch bei Rossmann. Und ich glaube, das kostet 89 Cent. Falls ich mich irre, es tut mir leid, der Preis wird ja eingeblendet. Ich habe nicht mehr ganz in Erinnerung, was der gekostet hat. Aber ich glaube, dass der von Rossmann ein Ticken günstiger ist. So, dann habe ich als nächstes von Glade Ocean Adventure, so halt dieses, wie nennt man das, zum Sprühen halt dieses Ding. Ich habe das bei mir im Badezimmer und ich habe jetzt gerade irgendwas mit Zimt noch vom Winter und das kann ich langsam nicht mehr riechen, also dieses Ding hier. Und da brauchte ich ehrlich mal was Neues und deswegen habe ich mir gedacht, ja so,
Ich glaube, ich habe das sogar schon irgendwo mal gerochen. Also das soll wohl ziemlich, ziemlich, ziemlich gut riechen. Ich glaube, auch das habe ich auf der Arbeit irgendwo schnuppern können. Ich werde einfach gucken. Auf jeden Fall wird es definitiv besser sein als der Zimtgeruch, den ich gerade habe. So, als nächstes habe ich von Balea auf einen der Tische, die da waren, keine Ahnung, habt ihr bestimmt in meinem DM-Live-Folge gesehen, so ein Duschschaum Pink Blossom mitgenommen mit Rosenextrakt und langanhaltendem Duft für jede Haut. Ich fände es ehrlich gesagt viel geiler gewesen, wenn es den in Golden Moon gäbe, also in der lilanen Verpackung da, das nach diesem Alien Parfum riecht, das mag ich super gerne. Das Deo mag ich ehrlich gesagt von dem hier auch, aber nicht so. Da finde ich das Golden Moon, wie gesagt, besser, aber ich habe mir gedacht, ich teste das trotzdem aus, es riecht ja nicht schlecht. Und Duschschaum hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Ich weiß, dass die Bibi sowas hat, aber es ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich glaube, das kostet 4 Euro oder sowas. Und die Bilous sind mir halt immer viel, 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 viel zu süß vom Geruch her. Das mag ich eigentlich gar nicht. So, dann habe ich als nächstes wieder von DM Bio so ein Sonnenblumenöl kaltgepresst mitgenommen. Das kommt jedes Mal mit. Wie gesagt, sieht super toll in der Küche aus. Es schmeckt, finde ich, auch besser. Also ja, ich weiß nicht. Ich nehme das seit längerem jetzt immer dort mit. Es kostet zwar ein bisschen mehr als halt das 0815 Öl von Aldi oder Netto, aber das ist es auf jeden Fall wert, Leute. Mag ich super, super, super gerne. So, dann habe ich von Balea wieder die Urea Tagescreme mitgenommen, und zwar die hier. Liebe ich über alles, benutze ich morgens immer, bevor ich mich schminke. Die neigt sich jetzt langsam dem Ende zu, hat auch einen Lichtschutzfaktor von 15, also schon was sehr Gutes. Leute, mein Hals kratzt gerade so ab, also aber wir haben so Schmerzen im Hals bekommen. Aber egal, wir machen weiter. Mag ich gerne. Perfekt für trockene Haut, Leute. Diejenigen, die richtig, 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 richtig trockene Haut haben, für die ist das auf jeden Fall was. Also steht ja auch drauf, für sehr trockene Haut. Liebe ich, habe ich bei der Özlem gesehen. Die hat das ja ihren Zuschauern empfohlen vom Kanal El Angelo, glaube ich, heißt das. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Aber die feiere ich mega. Schaut gerne bei ihr vorbei. Mega lustige Person. So, dann habe ich als nächstes von Spee ein frischer Kick wieder mitgenommen, also wieder ein Vollwaschmittel. Und zwar dieses Türkise diesmal, also 3 in 1, Reinheit, Strahlkraft, Hygienefrische zum schlauen Preis, wie von der Werbung. Hygienefrische 20 bis 95 Grad. 20, wie nennt man das, 20 Waschungen, keine Ahnung, also 20 Mal könnt ihr angeblich damit waschen. Bei mir reicht das immer mehr. Also länger, und ja, ich habe sonst immer das in Color gehabt, da sagt mir nur so, ich brauche was Neues, und da ich Spee mag, kam das Türkise mal mit. So, dann was komplett Unspektakuläres von Ebelin, diese 160 Wattestäbchen aus Baumwolle, finde ich mega gut. Ich habe ja halt so ein Plastikding schon im Badezimmer, da packe ich die einfach rein, wenn die leer sind. Ich glaube, die kosten 30 Cent, also da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Dann von BB meine liebsten, liebsten, liebsten Reinigungstücher. Ich liebe die in der blauen Verpackung. Ich habe gesehen, die weiße Verpackung hat ein neues Design, also da ist irgend so eine hübsche Frau drauf, also gemalte hübsche Frau. Fand ich sehr schön, aber trotzdem kam das Blaue mit. Ich wusste nicht mehr genau, ob ich die noch zu Hause habe. Hatte ich. Egal, dann habe ich halt noch mehr auf Reserve. Kommt immer mit. Kostet, glaube ich, 1,35 Euro oder sowas. Aber Leute, die sind gut. Ich finde die halt vom Tuch her super gut. Die bleiben halt, wenn du das Gröbste halt schon mal versuchst runterzumachen. Es bleibt nicht an deinen Wimpern hängen, dieses Tuch. Zum Beispiel von Isana bin ich gerade eins am Testen. Dieses in der grünen Verpackung mit Aloe Vera, weiß ich nicht. Das Tuch ist super, super gut getränkt. Aber das Tuch allgemein bleibt halt an trockenen Stellen hängen, wie so Watte, weiß ich nicht. Würdet ihr mit Watte über eure Wimpern gehen, das bleibt hängen. Und so ist es halt mit diesem Tuch auch, was ich ein bisschen schade finde. Aber so ist es ganz gut. Dann habe ich von Doof. Das ist doof, Leute. Das ist von Darf. Pflegegeheimnisse, 0% Aluminiumsalze, was ich wichtig, 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 sehr wichtig finde. Kein Aluminium. Und zwar in dem Duft wieder mit Kokos- und Jasminblütenduft. Fand ich interessant. Keine Ahnung, wie das riecht. Mit der Maske ist es halt ein bisschen schwer, momentan zu riechen. Oh ja, es riecht gut. Es riecht zwar so ein bisschen wie so ein Toilettenduftspray, aber Raumspray oder wie man das nennt. Aber es geht, für unter die Arme reicht das. Dann habe ich
von Batiste sofort frische Haar Trockenshampoo mitgenommen. Das ist das Letzte, was ich noch nicht hatte. Das ist die Verpackung, die ich ja jetzt brauche, um so gesagt alles durchzuhaben. Ich finde die mega, mega gut. Zum Ende sind die meistens immer ein bisschen kacke. Zum Ende kann ich die halt nicht mehr gebrauchen. Da wirkt es bei mir nicht. Also da kann ich kiloweise drauf sprühen, aber es passiert halt nichts. Meine Haare sind fettig und bleiben dann auch noch fettig. Also zum Ende hin leider kacke, aber ansonsten mega, mega, mega gut. Und bis auf das Ende ist es auf jeden Fall die 4 Euro wert, was es kostet. Als nächstes habe ich von Schwarzkopf Glisskur Hair Repair Anti-Spliss-Wunder Express Repair Spülung. Wirkt wie ein Reißverschluss fürs Haar oder der Spliss langanhaltend versiegelt. So, für geschädigtes Haar, also splissgeschädigtes Haar. Ich wollte es mal mitnehmen, denn Leute, ich habe eigentlich sehr viel Spliss in meinen Haaren. Das ist halt das Blöde. Ich schneide die jeden Monat, aber dennoch kommt der Spliss mich jedes Mal besuchen, leider. Und ich habe da halt für mich jetzt einen kleinen Trick herausgefunden, wie ich das halt ein bisschen vorbeugen kann. Trotzdem brauche ich halt irgendwas. Ich erzähle euch jetzt wie. Und zwar habe ich vorher meine Haare immer nach dem Duschen gekämmt. Also ich habe die wirklich nur 10 Minuten im Handtuch gelassen und die dann gekämmt. So, vorher meine Pflege reingemacht oder danach, ist mir unterschiedlich. Und ich habe das jetzt für mich so gemacht, dass ich nach dem Duschen meine Haare ins Handtuch mache und ja, die halbe Stunde im Handtuch lasse, das Handtuch abnehme, meine Pflege reinmache und so lange warte, bis sie trocken sind, und um sie dann zu kämmen. Dann habe ich halt für mich entdeckt, okay, meine Haare fühlen sich danach viel weicher an und ich reiße mir viel, viel weniger Haare raus. Ja, aber jetzt sagt ihr schon, im trockenen Zustand nach dem Waschen, die Haare zu kämmen, das tut so weh, das tut so weh. Und deswegen brauchte ich irgendwas, um meine Haare besser durchkämmen zu können. Und ich habe das in meinem Teenager-Alter benutzt und dachte mir nur so, okay, komm, das nimmst du dir wieder mit. So, dann habe ich als nächstes von Catrice Cosmetics Glam & Doll Volume Mascara mitgenommen, also die hier. Ich liebe die über alles. Ich habe früher die blaue benutzt, die wasserfeste. Mag ich nicht mehr so gern. Ich benutze keine wasserfeste Wimperntusche mehr. Aber das ist der Effekt. Also ich habe auch diese Wimperntusche gerade auf meinen Augen drauf. Ich finde, das ist ein super, super schönes Ergebnis. Hat ein super dünnes Bürstchen. Mag ich gern. Ist auch so ein Silikonbürstchen. Also kann ich jedem nur empfehlen. Und kostet, glaube ich, auch nur 3,95 Euro oder sowas. Ja. Dann habe ich hier noch von Essence Out in the Wild die neue Palette mitgenommen. Die grüne hier. Die habe ich auch gerade auf meinen Augen. Habe ich gerade schon benutzt. Sind super, super, super schöne Töne. 12 wunderschöne Töne. Ich glaube, das hat 6,95 Euro gekostet. Also mag ich gerne, Leute. Ich bin die gerade am Testen. Ich drehe nebenbei noch ein Video. Ja, mal schauen. So, dann habe ich von Valère eine Aufbaukur Feuchtigkeit mitgenommen. Die hatte ich schon mal. Und zwar ist das die hier. Und diesmal ist das in der Kokosvariante. Die gab es ja vorher in diesem Mango. Und ich mag die super gerne. Kostet, glaube ich, auch nur 55 Cent. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Diejenigen, die kurze Haare haben, können das Ganze sogar zweimal benutzen. Diejenigen, die lange Haare haben, für die reicht halt so ein Ding hier. Also super, Leute. Dann habe ich das letzte von DM hier noch. Und zwar habe ich mir von Essence so ein Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara mitgenommen. Keine Ahnung. Und zwar ist das hier. Ich wollte das mal testen. Ja, es ist ein bisschen zu dunkel für meine Augenbrauen. Ich habe das schon benutzt. Ich habe das direkt ausprobiert, als ich zu Hause war. Ja, da sind so ganz kleine Härchen mit drin, aber ich glaube, das könnt ihr nicht sehen. Nee, ich glaube, das seht ihr nicht. Obwohl, ganz links ist auf jeden Fall wirklich so kleine, kleine Härchen. Ich habe überall Glitzer von der Palette. Leider kann man das nicht sehen, aber da sind so ganz minimale Härchen drin. Finde ich cool. Ja. Mal schauen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunde oder nicht. Pascal hat gesagt, ich sehe damit irgendwie nicht so gut aus. Ich werde sehen. So, dann kommt jetzt der Rossmann-Teil. Obwohl, nein, in der Rossmann-Tüte ist noch ein DM-Produkt drin. Aber das habe ich schon aufgegessen. Und zwar war das hier so ein Power Bar oder wie auch immer man das nennt. So ein Protein-Nut-2-Ding hier. So ein Riegel. War super, 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 super lecker. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Hatte auch nur
174 Kalorien, also vollkommen in Ordnung. So, jetzt kommt aber der Teil von Rossmann. Und hier habe ich zum einen einmal 4 Zahnbürsten mitgenommen von Procudent, heißt das, glaube ich. Procudent, weiß ich nicht. 4 Stück haben, glaube ich, 99 Cent gekostet, bin mir nicht sicher. Das Problem bei mir ist, ich kaue super, super gerne auf der Zahnbürste rum. Super, super gerne. Und meine Zahnbürsten halten dementsprechend auch nicht lange. So. Dann habe ich mir auch ein neues Duschgel mitgenommen, und zwar von Isana Creme Dusche Flower Jungle. Blumiger Duft nach pinker Mimose, keine Ahnung. Das hier, ich bin der Meinung, ich hatte schon davon die Seife. Ich weiß ja nicht, ob ich mich irre. Mir kommt auch der Duft super bekannt vor. Ja, auf jeden Fall hat sich das für mich schon so ein bisschen frühlinghaft, sommerhaft angehört. Eher so frühlinghaft. Und deswegen dachte ich mir nur so, komm, nimmst du das mal mit. Ja, dann kam auch eine neue Seife mit. Mich hat bei DM leider keine Seife angesprochen, die ich gut fände. Das war alles noch mehr dieser Winterduft und ich wollte halt nichts Winterliches mehr kaufen. Ich bin schon mehr auf diesem Sommertrip, Frühlingtrip, schon so mit Pulli rausgehen, Kack auf die Jacke, ne? Und deswegen wollte ich halt irgendwas Normales mitnehmen. Und da habe ich mich einfach jetzt von Isana dann bei Rossmann für milde Seife Meeresluft entschieden mit frischem Duft. Auch hier habe ich vorher nicht dran gerochen. Oh ja, das riecht erfrischend. Das riecht wie so eine stinknormale Seife irgendwo, ja, weiß ich nicht, beim Arzt oder in der Kanzlei oder bei sonst wem, Leute. Keine Ahnung. Riecht in Ordnung. Riecht gut. Dann habe ich bei Isana auch einen Reinigungsschaum da mitgenommen. Ich wollte das letzte Mal auch einen Reinigungsschaum mitnehmen, hatte auch einen in der Hand, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das wäre der falsche. Ich habe mich jetzt hier bei Isana dann heute für den Isana Milder Reinigungsschaum Feuchtigkeitsspend Aloe Vera und Gurkenextrakt für jeden Hauttypen entschieden, und zwar die hier. Ja, ich werde mal gucken, wie die so sein wird. Ökotest, sehr gut. Ich bin gespannt. Es ist eine durchsichtige Flüssigkeit, also sieht aus wie Wasser. Das von Balea war ja immer so ein bisschen, oder ich glaube, das Wasser war immer weiß, also durchsichtig. Bloß die Verpackung war entweder blau oder pink. Ach, lassen wir jetzt die ganze Scheiße, auf jeden Fall werde ich das testen. So, und das letzte, was ich hier habe, sind einmal von Isana diese antibakteriellen Clear Up Stripes. Leute, keine Ahnung. Ich kann weder Englisch noch Deutsch. Hier sind 3 Stück, glaube ich, drin. Ja, kosten, glaube ich, 1,49 Euro oder 1,45 Euro irgendwie um den Dreh. Wollte ich mal testen, mal gucken, ob das hilft. Vor allem steht hier drauf, entfernt sanft Mitesser. Wie kann man sanft Mitesser entfernen? Mitesser sind kleine, eklige, schwarze Pickel, nennen wir die mal so, die nicht aus deinem Gesicht raus möchten, die sich in deiner Nase verstecken. Und dann sollst du die sanft entfernen. Ich wette, das Ding kriegt nicht einen einzigen Mitesser aus meiner Nase. Ich habe zwar nicht so viele, aber trotzdem. Ich bin gespannt, Leute. Ich werde euch das im Aufgebraucht-Video dann sagen, wie das war. Aber ich habe es nur zum Testen mitgenommen. Ich wette mit euch, das klappt nicht. So, aber ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Diese Nägel habe ich mir da auch noch gekauft. Ich glaube, die kosten 10 Euro oder sowas. Das sind jetzt meine neuen hier. Die letzten haben auch fast 4 Wochen gehalten. Und ja, ich bin der Meinung, die gehen aber immer mit 6,99 Euro durch die Kasse. Glaube ich. Ja, Leute, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über ein kostenloses Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergiss nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna...